Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ja, Gisela, komm. Komm mit. Gisela, was machst du? Die hat einen Ohrfall. Hallo Team. Hallo? Oh mein Gott. Hä? Hallo? Team? Ist es Banana Rush? Yes. Oh, endlich, doch, zum Glück. Wir gehen direkt durch, haben wir gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. What the fuck? Der ist durch sogar. Jungs? Bruh. Gottes Willen! Wir warten auf die Granaten. Wieder. I'm waiting for you. He fucked up. Oh, sorry. Scheiße. Ich bin ihm reingerannt. Ah, jetzt müssen wir aber raw, Manasto. Mein Rank! Um Gottes Willen, mein Rank! Another flash on B. Go push! What are you doing? Go, die! Go! Yes, go! Yes, nice! Go. Oh, no, 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 no! Dann spiele ich 1000 Mal lieber mit dem Bot, mit so einem Affen. Geil, Mann, direkt das ganze Team. Ja, den müssen wir raushauen. Perfekt, also da merkt man, wir haben geile Leute am Start. Maybe in Library. Komm, geh direkt auf den Plantium. Versuch zu planten. On-Spot, on-Spot. Nice. Oh Gott, war das wichtig. Die Kommunikation ist auch on point mit den Boys. Also eigentlich ist es fraglich, warum wir hier überhaupt jetzt erst eine Runde geholt haben. Ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich Pech. On spot one. Wait a minute. Boah! Na also, so komm. Ich spiel mal so einen Grund mit Boden, aber hallo. Nice. I go for plan, cover me please. Gonna plan for a banana. Okay. Oh shit. Ich werde übrigens versuchen, öfter die Matchmakings für euch zu machen. Ich habe gesehen, die letzten 3-4 kamen wirklich sehr, sehr gut an. Ihr freut euch scheinbar am meisten auf die Matchmaking. Die sind sogar mittlerweile besser geguckt als die Overwatches. Was mich natürlich freut, weil hier viel mehr Energie reingeht, viel mehr Zeit und so weiter und so fort. Das letzte war zwar nicht so umfangreich vom Schnitt her und hat euch aber trotzdem gut gefallen. Ist low HP. Ah! Zwei Leute! Und ich wieder. Meine Priorisierung ist wirklich furchtbar schlimm. Im Stream von Freitag auf Samstag gab es so ein super Beispiel, wo ich auf Overpass. Ich war als letzter CT oben auf A gestanden, in Bank drin. Und visiere halt einfach oder gucke Richtung Truck. Und da kommt einer. Und ich denke, geil, den kann ich gleich klatschen. Hab mich nicht gesehen. Dann kommt noch einer und ein dritter, sieht man auch noch rumrennen. Und man sieht in mein Fadenkreuz so gehen. Ich weiß nicht, wohin ich schießen soll. Das Ende vom Lied ist dann immer, dass ich einen Low schieße und niemanden kill. Oder zwei Low schieße und sonst aber niemanden kill. Also ich krieg keinen Kill hin. Sit down. No, it's alive. He's down. Meine Güte! Maybe someone in ruins? Wins. Zwei kleine Furznasen holen uns drei. Aber wir standen auch dumm. Also, der die Bombe gelegt hätte, hätte in Ruins gehen sollen. Dann wäre das, glaube ich, so etwas übersichtlicher geworden. Hätte ich auch Richtung City gucken können, ohne Angst zu haben, dass links neben mir gleich einer steht. Ich glaube, wir müssen wirklich durchrasseln auf B. So richtig hart durchrasseln. Wir müssen voll Leute nein, die Olga. Down a B. Tja, da bin ich etwas arg in Olgas brennenden Busch rein. Also wenn wir noch zwei Runden holen, die wir jetzt holen, dann haben wir das eigentlich im Sack, würde ich sagen. Und selbst wenn es ein Lose wird, weil das zumindest mal wieder ein Spiel mit richtig, richtig geilen Leuten. Wenn man den ersten nicht mitzählt, den wir auch gekickt haben. Ich würde sagen, den kann man nicht mitzählen. Also wenn man ihn schon gekickt hat, dann zählt das nicht. Nur schade, dass die nie da bei B kommen. Vorhin war einer da, den habe ich genutzt. Ich glaube, seitdem haben sie Angst. One is behind you, orange, I think, from mid. Nice. Ah, Bomb. We need the Bomb on A. I'm flashed. Got the Bomb. Incoming to A. Let's go for plant, guys. Behind. Nice. So, noch eine Runde, dann haben wir die im Sack. Nice, let's go B fast. Ich hab mich schon tot gesehen. Ich hab mich wirklich schon tot gesehen jetzt. Take bot. Nice. Upper mid one, maybe A long. I think they're coming from behind. I go CT. Yeah, one CT down. Nice. Oh, another one CT. Das wär's gewesen. Ich hätte die Nate auf B geschmissen. Hätte den einen noch gekillt, der den Kollegen gekillt hat, und dann hätte ich den bei City gekillt. Aber nein! Jetzt kriegen wir es hin. Komm, jetzt kriegen wir es hin. Komm, bitte, bleib stehen. Okay, nice, he's holding. Alter, die flashen ja wirklich alle. Ich hoffe, der Bot hat's. Der Mate meint nicht der Bot. Nice. Was war das? Also, ich werde den Bot befehligen als einziger. Oh, oh, oh.
Oh, bitte, Bot. Okay, okay. So, jetzt passt Obacht, Alter. Das wird jetzt das AWP-Spiel meines Lebens. He's beginning to believe. Ach du Scheiße. He's coming on B. One. He got hit. Nice. So wie es Ghost Rider immer sagt, ab und an muss man als Verzweiflungstat die Pump kaufen. Da läuft's. Die schmeißen halt echt alles, was sie haben, die Jungs. Da, die, also die Tees. Okay. Just wait, we got the bomb. Nice. Genau so muss man drauf sein. Egal wie schlecht es steht, immer ein Lächeln auf den Lippen. Nicht so wie der andere vorhin. Nee! Ist jetzt hier leider zwar nicht mein stärkstes Spieler, aber der Blau geht gerade so ab auf B. Bomber nein. Incoming. Just wait, Green. Just wait for us. On side still. Oh, up. Aber egal, wir sind reich. Wir können also kaufen. Aber mit AWP da auf, ne? Bei K oben zu stehen, bei Banane, ist unmöglich. Die schmeißen alles. Also man wird dann easy Nate kill, wenn man sich da hinstellt. Hey, flash. Muss sie gehen. Nice. Nice! On spot, he's on spot. He got 22. Schade! Oh weh. Das wird jetzt haarig, ne? Oh, one flash on B. Smoke. Two coming. Shit. Da lacht er! Das könnte jetzt schwierig werden, er muss ja gegen eine AWP antreten. Nice game, guys. Genau, guck mal, good game! Sagen sie sogar! Ja? Denn verlieren heißt nicht schlechtes Spiel, nur dass die Gegner halt besser waren. Oder man mehr Fehler gemacht hat, wie auch immer. Schöne Lehre zum Schluss des Videos, oder? Wir sehen uns dann live morgen wieder ab 18 Uhr. Vergesst das nicht auf Twitch Arena. Link ist in der Beschreibung. Und davor aber auch nochmal morgen im Video halt, ne? Ja. Vielen Dank für eure Kommentare. Da setze ich mich jetzt gleich dran. Wenn ich das Video hier fertig bearbeitet habe, werde ich Kommentare beantworten. Ach, und danke an Yakuza, gell? Guck mal, was mir Yakuza rausgehauen hat. Ich weiß noch nicht, worauf ich das kleben soll, aber das ist der Hammer. Vielen Dank dafür, Bro. Vielen Dank für alles. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt das Outro.